Jesus Christus spricht: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Ich warte, dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen Stunden mir verbunden. Ich warte, dass einer mit mir geht. Es heißt, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht. Sie nennen ihn den Herrn Christ, der durch den Tod gegangen ist. Er will durch Leid und Freuden mich geleiten. Ich möchte, dass er auch mit mir geht. Paulus schreibt an die Römer: Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird
und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Halleluja. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet, Halleluja. Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen geführt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Liebesgeschichten sind manchmal seltsam. Das Paar, das mir in der S-Bahn gegenüber sitzt. Ich sehe die Frisur, die Brille, die Kleidung. Naja, denke ich, hätte er oder sie nicht jemand Besseres finden können? Liebe ist manchmal merkwürdig. Gott wählt sich ein Volk aus, das sein Volk sein soll. Ein kleines, unscheinbares Volk. Nicht das reiche Ägypten, nicht die Perser mit ihrem Glanz, nein, das kleine Volk mit Hirten, das Volk Israel, armselig am Rande der Welt. Liebe macht blind, sagt man. Und wenn ich an das Paar in der S-Bahn mir gegenüber denke, dann würde ich sagen, nein, Liebe macht nicht blind. Liebe öffnet die Augen und lässt einen mehr sehen als die anderen. Die beiden, die mir in der S-Bahn gegenüber sitzen, sie sehen auch ihre Brillen, ihre Frisuren, ihre Kleidungen, aber sie sehen viel mehr. Sie sehen in dem anderen einen Menschen, der Liebe wert ist, der geliebt wird und der zurückliebt. Und wenn Gott sich Menschen aussucht, die er liebt, denen er sich zuwendet, mit denen er einen Bund schließt, dann ist auch Gott nicht blind, sondern er sieht schon sehr genau. Er sieht, wie schwach wir Menschen oftmals sind. Er sieht, wie wenig Verlass auf uns ist. Er sieht, wie oft Zweifel unser Herz zerfressen. Und er sieht mehr. Er sieht in uns Menschenkindern seine geliebten Geschöpfe. Geschöpfe, die der Liebe bedürfen und die der Liebe wert sind. Denn Liebe ist ein Geschenk, das wir einander machen. Nicht eine Leistung, die wir uns erarbeiten. Wir Menschen sind es lieb, wert, geliebt zu werden von Gott und von anderen Menschen. Nicht wegen unserer Leistungen, sondern aus der Liebe heraus. Liebe macht blind? Nein. Wer liebt, sieht mehr. Und wer geliebt wird, der verändert sich. Gott bietet uns in der Taufe einen Bund an. Einen Bund, in dem er verspricht, ich wende mich euch zu. Und als Gegenleistung vertraut mir. Ihr Menschen, vertraut mir, eurem Gott, denn ich meine es gut mit euch. Das Zeichen der Taufe, das Zeichen des Wassers, das uns Menschen verändert. Mit der Taufe sind wir hineingenommen. Wir sind losgelöst von dem, was bisher galt, losgelöst von den Gesetzen dieser Welt. Und wir sind mit hineingenommen in die Gesetze der Liebe Gottes. Er liebt uns, er verändert uns, er macht aus uns Menschen seines Wohlgefallens. Und immer dann, wenn uns Zweifel plagen, immer dann, wenn wir unsicher sind oder Angst haben, dann sollen wir uns daran erinnern lassen. Du bist getauft
Du bist Gottes geliebtes Kind. Zwischen Gott und dich passt nichts dazwischen. So wie das Wasser deine Haut berührt und nichts dazwischen ist zwischen dir und dem Wasser, so ist Gottes Liebe um dich herum. Nichts kann dich trennen. Amen. Auch auf mein Herz mit Freude, nimm wahr, was heut geschieht. Wie kommt zu großem Leiden nun ein so großes Licht? Mein Heiland war geliebt, da wo man uns ihn trägt, wenn von uns so Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.